Was ist das Problem bei der Angabe von Mittelwerten? In den Sozialwissenschaften ist es ja üblich, häufig Mittelwerte anzugeben, da diese berechneten Durchschnittswerte eine hohe Genauigkeit und damit eine hohe Präzision haben. Aber da Mittelwerte sehr stark auf Extremwerte, sogenannte statistische Ausreißer, reagieren, sollte man immer auch den Median betrachten. Wenn beispielsweise ein sehr reicher Mensch und ein sehr armer Mensch in eine Nachbarschaft mit Normalverdienern ziehen, dann steigt das Durchschnittseinkommen der Altbewohner statistisch erheblich, obwohl sich deren Lebensrealität gar nicht geändert hat. Vor der Veränderung sah die Nachbarschaft nämlich so aus. Das Durchschnittseinkommen pro Monat lag, wie der Median eben auch, bei 3000 Euro. Durch den Zuzug des sehr reichen Menschen verdoppelt sich das Durchschnittseinkommen aller Einwohner nun auf 6000 Euro, obwohl sich für die Alteinwohner der Nachbarschaft gar nichts geändert hat. Allen Bewohnern wird nun gedanklich ein Durchschnittseinkommen von 6000 Euro zugeordnet, obwohl niemand in der Straße 6000 Euro pro Monat verdient. Der Median verharrt dagegen robust auf 3000 Euro. Die Lebensrealität der Bewohner wird durch den Median also genauer erfasst, da er sozusagen robust gegen den Einfluss von extremen Messwerten ist und eben nicht von Extremwerten beeinflusst wird. Generell gilt, dass erst die Kombination aus Median und Mittelwert uns ein schärferes Bild einer Datenlage vermittelt, da wir so etwas über die zugrunde liegende Verteilung der Daten hinter dem Mittelwert, also hinter dem Durchschnittswert, erahnen können. Wenn der Wert des Medians sich nämlich deutlich vom Mittelwert unterscheidet, können wir von einer ungleichen, das heißt verzerrten Verteilung der untersuchten Daten ausgehen. Denn je stärker der Median vom Mittelwert abweicht, desto größer ist die Ungleichheit in der Verteilung.